Beim Soja-Wasserfilter, ja, und Nachbauten und Derivaten gibt es ein Problem. Wenn du das Teil benutzt hast und das Wasser durchgearbeitet hast, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den zu reinigen. Und eines davon ist, diese lustigen Spritzen hier einzusetzen. Aber es bleibt immer ein bisschen an Feuchtigkeit, ein bisschen an Wasser zurück. Und das verringert die Lebensdauer von diesen Wasserfiltern. Es gibt eine sehr einfache Lösung. Und zwar, die habe ich hier in meiner Hand. Und wenn du wissen willst, was das ist und warum und sowieso und überhaupt, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldhüller.at. Es ist mir eine Freude, dass du mit dabei bist. Soja-Wasserfilter ist natürlich alles billige irgendwie, aber ich gebe dir den Link in meinen Shop. Reinigt man dann, indem man mit dieser Spritze hier das Wasser rausdrückt. Und das macht man einige Mal und das funktioniert ja eigentlich eh ganz gut. Aber es bleibt immer ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Und das ist auch bei diesem Teil hier, das gibt es auf Amazon, Lynxia Xungia, irgendwas heißt das, ist auch wurscht, auf jeden Fall ist genau dasselbe Prinzip. Und das Problem ist, es bleibt ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Und jetzt hat vor, und bevor ich jetzt noch was anderes erzähle, diese Feuchtigkeit, da können auch Partikel mit drauf drinnen sein, die wiederum irgendwelche Viren, Bakterien oder anderes Zeug da drinnen halten. Oder Pilzsporen und dann schimmelt das oder sonstiges. Das bedeutet, wir wollen diesen Filter so trocken wie nur irgendwie möglich haben. Ganz kurz, nur zur Beschreibung. Es ist so, diesen Xynxia, ich gebe dir auch den Link auf Amazon, den kann man aufschrauben. Das ist ein bisschen besser, unter Anführungszeichen, weil dann kann da mehr Luft dazu. So schaut das aus, das sind solche Hohlfasern. Das habe ich auch schon einmal in einem Video beschrieben. Das mag ich jetzt nicht machen und da drin bleibt die Feuchtigkeit. Und das ist ein bisschen ein Problem. Und dazu gibt es eine einfache Lösung. Und zwar, die hat irgendwann einmal im deutschsprachigen Raum der Sacki hergezeigt. Und zwar, dass man ganz kurz von einer PET-Flasche, weil das Ganze ist ja PET-Flaschenkompatibel, diesen Stöpsel schneidet. Habe ich übrigens gemacht. Dann mit einer Schnur hergeht. Also ich habe das jetzt so gelöst. Ja. Das ist jetzt nichts Neues. Gell? Und dann gehst du her und machst diesen hier. Ja, und dadurch, durch die Zentrifugalkraft geht das Ganze runter. Und das kannst du machen, du kannst das jetzt so basteln, du kannst das so abschneiden. Ich habe das mit einer Säge gemacht. Ja, wenn du aber eine Fire-and-Forget-Lösung haben willst, die auch noch ein bisschen mehr kann, dann würde ich dir dieses nette Teil hier vorstellen. Und zwar, das ist ein Schraubteil. Ich habe es übrigens auch, und vielleicht hast du das ja schon gesehen, auf diesen Xynxia-Dingsbums draufgebaut. Das ist genau dasselbe Prinzip. Alle Wasserfilter, die einen PED-kompatiblen Schrauber haben, kann man dafür verwenden. Dann schraubst du das hier rauf. Übrigens, wir produzieren das selbst hier in Österreich, das heißt Made in Austria, aus Kunststoff, Glasfaser verstärkt und so weiter. So ist das Teil. Das bedeutet, du hast hier einen Karabinerhaken und kannst das auch am Rucksack aufhängen. Und das ist eine Transportmöglichkeit und das ist cool. Nicht, dass du es hier so tragen solltest, aber du kannst es hier transportieren. Das kann die Standard-PET-Flaschenlösung nicht. Ich meine, wenn du dann noch herumbastelst und sonst noch was tust, klar. Aber wenn du eine Fire-and-Forget-Lösung haben willst, ist es das hier. Und das bedeutet, du hast hier den Filter, kannst du am Rucksack, aufs Molle oder sonst wo hinhängen oder am Schlüsselbund. Habe das jetzt lange Zeit getestet am Schlüsselbund. Übrigens ist auch das Rainer Rossmann Logo mit eingeprägt, also alles gut. Du trägst den und dadurch kann mehr Luft zu dieser ganzen Sache dazu, denn sonst hat man den ja irgendwo in einem Pouch oder in irgendeinem Rucksack, in einer Tasche eingesteckt und da kommt dann keine Luft dazu und das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Und das Zweite ist, also kannst du mal karabinermäßig einhängen, transportieren, mehr Luft dazu ist gut. Das Zweite ist, dass du natürlich jetzt diesen Karabinerhaken auch hernehmen kannst über dieses Teil und genau das hier machst. Wenn du noch mehr Wucht haben willst, dann machst du auch hier wirklich an wie heißt das, Sackstich. Ja, der Knoten ist so. Ich finde das immer total eigenartig. Ich bin ja ein Knotendummkopf, ich kann mir die nicht merken. Aber dieser Name ist irgendwie, ja, egal. Auf jeden Fall, langes Schnürl und dann machst du diesen hier. Und dadurch, wenn du das, wie gesagt, das ist nicht meine Idee gewesen, ja, Sacki hat das gezeigt, ja, und wer auch immer darauf gekommen ist, Sacki hat das als erster gezeigt. Und es gab auch einige Leute, die mir irgendwelche Teile immer wieder zugeschickt haben, und ich war mit die auch dieselbe Funktion haben, ich war mit keinem zufrieden, weil unser Teil hier,
das wir selber produzieren, hat diese Öffnung hier. Dadurch kann eben Sauerstoff, Luft dazu, zu dem gesamten Teil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat es hier eben diese Möglichkeit einzuhaken über einen Karabiner. Das ist genauso im Lieferumfang dabei. Das heißt, du kannst den Sojafilter bei uns kaufen, einzeln, ist klar. Und dann im Lieferumfang ist dieses Teil und dieses Teil mit dabei. So. Und das ist so cool. Das Ganze ist auch ein Rollschutz. Ja, also du hast jetzt gesehen, transportieren kann man es. Ja, kann man den Filter, ob jetzt dann Soja oder diese anderen, das ist vollkommen egal, und an der Luft halten. Das ist positiv, wirklich positiv. Das zweite ist, du kannst den Schwirbi-Wirbi machen. Auch nicht schlecht, oder? Und das nächste ist, wenn du jetzt sagst, okay, du legst es irgendwo hin, und das ist eine schräge Ebene, dann bleibt das, steht, das Teil rollt nämlich. Das Ding rollt nämlich wirklich wie verrückt. Drrrt, schon oft passiert. Gut, ich habe es noch nie wirklich verloren deswegen, das muss ich auch dazu sagen, muss ich fairerweise dazugeben. Aber mit dem hier hast du einen Rollschutz. Und das finde ich super. Und dieses Teil produzieren wir selbst hier in Österreich. Wie gesagt, ich gebe der billige Eigenwerbung den Link da unten mit dazu. Ja, dann kannst du das bestellen bei uns im Shop, entweder allein, wenn du schon einen Sojer hast, oder diesen, ich weiß nicht, ich kann das nie aussprechen, Xüng, irgendwas. Ja, das ist nicht meine Idee. Mini-Outdoor-Filter heißt, da gibt es auf Amazon, gebe ich da auch unten den Link. Funktioniert genauso und auch bei anderen Derivaten, also Nachbauten, schau, wer als erster weiß, mir auch egal. Auf jeden Fall wichtig dabei, bei Filterkauf ohnehin, wenn es auf Amazon was gibt, heißt das noch lang, oder bei AliExpress oder Wish und wie sie alle heißen, heißt das noch lang nicht, dass das wirklich hundertprozentig in Ordnung ist. Der hier soll angeblich in Ordnung sein, durch die vielen Bewertungen, und der ist ja auch schon einige Jahre am Markt, also vertraue ich dem, denn die Marke gibt es. Und das bedeutet jetzt für mich, dem vertraue ich. Weil so viele Fake-Bewertungen zu machen, das ist schon eine Challenge. Das ist schon eine Challenge, aber meine Wahl ist trotzdem der Sojer. Übrigens, beim Sojer, in meiner Tasche hier, da ist schon so viel Zeug drin, dass ich schon gar nicht mehr dazu komme. Und das ist nämlich wichtig. Die Spritze spaßt da nämlich. Die Spritze spaßt da. Die brauchst du dann nämlich nicht mitnehmen, wenn du dieses Teil hier hast. Weil du deinen Filter so reinigen kannst. Wenn du die Spritze trotzdem mitnehmen willst, mach das, aber ist nicht unbedingt notwendig. Der passt auch auf andere Sojer. Das, glaube ich, ist ein... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das ist. Ist das der? Da gibt es dann noch einen noch fetteren. Der ist eigentlich der Aufsatz für diese, die auch chemische Bestandteile rausfiltern können. Also da gibt es ganz viele. Wurscht. Auf jeden Fall, solange das BED kompatibel ist, kannst du damit arbeiten. Und das ist die Idee. Und das finde ich gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Erstens, Transportmöglichkeit. Hier bleibt das Teil offen. Ja, das bedeutet, es kommt Sauerstoff mit dazu. Das ist sehr, sehr positiv. Kannst das am Rucksack, am Schlüsselbund hängen und das ganze Teil mitnehmen. Das finde ich super. Du hast einen Rollschutz. Du kannst diesen hier spielen. Und im Endeffekt sparst du auch dann die Spritze mitnehmen. Kannst du natürlich sicherheitshalber trotzdem tun. Aber das ist auch eine runde Geschichte. Also, wenn du einen Sojer oder ein anderes Teil besitzt, vielleicht auch bei mir im Shop gekauft hast oder auch nicht, ist vollkommen egal. Oder einen Sojer haben willst, einen Outdoor-Wasserfilter, der für Bakterien und für Protozoen und teilweise für Viren, aber das kommt drauf an, ja, geeignet ist, solltest zuschlagen, wenn du den schon hast, kauf dir das Teil Schnur, also Rebschnur, Karabinerhaken und ja, der Aufsatz. Ja, ich komme schon gar nicht mehr zurecht. Ich komme schon gar nicht mehr zurecht vom ganze Zeit hin und her schrauben. Das ist im Lieferumfang dabei. Aus meinen Händen sozusagen, bei uns in der Werkstatt hier in Österreich produziert. Da wird es noch sehr, sehr, sehr viel mehr geben. Wir bauen da eine kleine Produktion auf. Ich habe ja auch schon einmal erzählt, dass wir das Ziel haben, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen bei uns im Betrieb arbeiten und eben Verpackungstätigkeiten zum Beispiel oder auch Produktionstätigkeiten nach ihren Möglichkeiten erfüllen. Da arbeiten wir dran, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber das sind die ersten Schritte, die wir in diese Richtung setzen, gemeinsam mit unseren Büchern, habe ich schon einmal erzählt. Also, wenn du das unterstützen willst, komm in meinen Shop, das lohnt sich. Jetzt bleibt mir nur mal eins zu sagen, das taugt mir total. Wenn du mal wirklich Wasser auch filtern willst und ausprobieren willst und ein bisschen Bushcraft und Survival machen willst, komm ins Bushcraft-Areal auf Waldhöller.at. Jetzt geht die Sonne unter, wunderbare Szenerie. Ich sage, komm in meinen Shop, billige Eigenwerbung, Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, Abo, ein paar andere Videos, es hat mich gefreut. Ciao, ciao.